Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Eigentlich hörte zu Odin mal shoppen und eigentlich habe ich das eben schon gemacht. Ich habe das Mikrofon vergessen anzustecken. Also nehmen wir es nochmal auf, okay. Ich habe schon aufgemacht, ja, Tiger ist auch gerade gekommen. Ich habe bei Vital Body Plus wieder bestellt. Ich hatte ja schon mal, wenn ich euch in die Infokarte packen, hatte schon mal so eine Stoffwechselkur gemacht mit Frauchen. Die machen wir jetzt nochmal. Weil bei mir ist ja eine dazugekommen jetzt in letzter Zeit, dadurch, dass ich halt nicht ins Fitnessstudio konnte, weil ja Anfang des Jahres mit den Ohren, erst das linke Ohr, dann das rechte Ohr offen und dann durfte ich nicht schwer heben, nichts machen. Dann hatte ich die Bindehautentzündung und ja, dann war ich so noch krank. Ja, und das hat sich dann ganz schön gerecht. Weil ich muss sagen, in der Zeit war ich auch wirklich, weil ich gar nichts machen durfte, war ich faul, hab nichts gemacht und durfte ja nicht ins Fitnessstudio und das hat sich gerecht. Arg gerecht. Aber nichtsdestotrotz, jetzt gehe ich ja wieder ins Studio. Jetzt mache ich zusätzlich noch Vita Body Plus, also eine Stoffwechselkur über 30 Tage. Die hatte ich schon mal gemacht. Ich halte euch auch auf dem Laufenden von Anfang bis Ende. Also entweder mache ich 7, 14, 21 und nach 30 Tagen oder zwischendurch auch mal oder jeden Tag. Ich glaube, jeden Tag schaffe ich nicht. Dafür ist hier viel zu Stress jeden Tag. Aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mein Gewicht werde ich euch natürlich nicht sagen. Ich würde nur sagen, hab abgenommen oder nicht. Also, aber am Ende, oder sage ich zwischendurch mal, kann sein, dass ich zwischendurch mal sage. Auf jeden Fall am Ende werde ich euch definitiv sagen, wie viel ich gewogen habe jetzt und dann nach der Stoffwechselkur, wie viel ich dann habe. Ich werde Fotos machen von jetzt. Also wir fangen nächste Woche Montag an. Wir wollten jetzt eigentlich anfangen, aber da meine Frau arbeiten ist und das nicht mehr schafft, weil das Paket jetzt abends kam, nicht mehr schafft, jetzt schon zu, wir haben die Lebensmittel schon da, jetzt zu kochen und dann, dass er das dann mitnehmen kann zur Arbeit. Fangen wir Montag an. Weil dann kann, oder beziehungsweise, ja doch Montag, sie kocht Sonntag dann das Lebensmittel und wir machen dann halt Stichtag Montag, dann haben wir noch unsere Cheat-Day-Tage und so, das passt dann ganz gut. Vom Planerischen. Ja. Nicht wahr? Und ich sehe das gute Dinge. Denke ich mal, weil Stoffwechselkur und Fitnessstudio, ich denke mal, das klappt. Ich habe auch vorher mit denen schon gesprochen. Also mit dem Hashtag, mit dem Code Odin10 bekommt ihr 10% Rabatt. Den habe ich ja damals schon bekommen von Vital Body Plus. Und der läuft immer noch, der Code. Aber deswegen nicht. Aber ich habe mit denen gesprochen wegen meinem Energy Drink. Ich trinke, also ich weiß ja, ihr wisst ja, dieses Best Body, diesen Sirup, den trinke ich. Damit mache ich mein Wasser dann schön. Aber in nicht kohlensäurehaltigem Wasser schmeckt es mir nicht. Und ich bin jetzt vom kohlensäurehaltigen Wasser komplett weg. Ja, ich bin beim stillen Wasser angekommen. Ich trinke auch mein Holy Shake und mein Holy Eistee mit ohne Kohlensäure. Und da habe ich dann nachgefragt und die haben sich das alles angeguckt. Die Zutaten, die da drin sind und hast nicht gesehen, es ist okay, kann ich trinken. Gibt es keine Komplikation mit der Stoffwechselkur, sind keine Sachen drin, die ich nicht darf. Nur bei dem Energy sollte ich aufpassen, weil hier ja auch Koffeinkapseln mit bei sind, also Active Plus heißen die. Nicht, dass es zu viel ist. Das halt langsam anfangen. Also da trinke ich halt auch nicht gleich ein auf Ex und ganze Ding, sondern ruhig und wenn es klappt, dann weiß ich, das geht. Wenn ich merke, ja, dann lassen wir es halt weg. Oder halt weniger. So. Kader, was hast denn du jetzt hier? Ich habe, wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal ausgepackt, daher weiß ich, der Style ist jetzt anders. Vorher war es ja schwarz-grün, jetzt ist es schwarz-gold mit weiß, also Hauptfarbe weiß und schwarz-gold-Schrift und sowas. Sieht mega geil aus, das kann ich schon mal sagen. Also den neuen Style von Vita Body Plus, den feiere ich. Der sieht wirklich sehr schick aus. Also, kannst du mal bitte runtergehen? Würdest du bitte runtergehen? Komm, geh mal runter. Der weiß, dass er den Karton dann später wieder kriegt. Ja.
Wenn alles ausgepackt ist, kriegst du den Karton. Ja, komm, runter. Runter. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Vita Body Plus Challenge. Lass uns gemeinsam loslegen und deinen Körper zu einem Vita Body machen. Starte jetzt in dein neues Lebensgefühl. Deine Magdalena. Dankeschön, Magdalena. Das ist nett. Und zack. Ja, Katerchen. So, das muss ich wegpacken. Da könnte man eine Adresse sehen. So, also ich habe auch ein Geschenk mit bei. Also laut dem Ding habe ich hier mit bei meine Stoffwechselkur exklusiv. Also gibt es verschiedene Stufen. Ich habe die exklusiv. Die geht über 30 Tage. Dann habe ich einen Gratisartikel mit bei. Das habe ich dann schon eben im Video gefunden. Das ist einmal ein Daily Shake Banane. Ich muss mal fragen, was meine Frau drin hat. Und 15 Mahlzeiten Double Chocolate. Und das halt viermal. So. Also wie gesagt, das ist mein Geschenk, der Daily Shake Banane. Und ich packe das mal kurz hier beiseite, damit nicht, dass er denkt, hier, ich betrüge euch oder so. Die packe ich dann auch gleich wieder ein, dass hier der Platz weggeht. Das ist der Daily Shake Schoko. Zweimal wieder einpacken. Und hier haben wir noch zweimal. Also einmal einpacken. Und hier kann ich euch zeigen. So. Das ist halt die Trinkmahlzeit für früh. Ich hätte natürlich auch andere Sorten wählen können. Die haben noch viel, 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 viel mehr Sorten. Vanille, Banane, Kaffee, keine Ahnung. Etliche Sorten. Ich habe bei meine Frau hat letztens mehrere Sorten gehabt und da habe ich ein paar mitgetestet. Ist jetzt nicht so meins. Also nicht auf Dauer. Also was habe ich bei ihr? Karamell habe ich, glaube ich, bei ihr gekostet. Ich hatte mir auch immer Kaffee geholt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich habe verschiedene Sorten durchgetestet und die sind so okay für mal. Aber ich muss ja so weit rechnen, diese Mahlzeit, diese Trinkmahlzeit, die wird 30 Tage lang mein Frühstück sein. Und da brauche ich was, was mir konsequent wirklich die ganze Zeit schmeckt. Ja, man kann halt zweimal was anderes auswählen, ja? Und nochmal zweimal was anderes ist. Aber was ich weiß vom letzten Mal noch, mir schmeckt der Schoko, schmeckt mir wirklich am besten. Das, ich bin sowieso ein Schokotyp und das kann ich jeden Tag trinken. Und wenn da mal Abwechslung ist, kann man, Frauchen hat garantiert irgendwas anderes, Banane, Karamell, irgendwas, keine Ahnung. Und dann kommt sie auch an und sagt, wir tauschen mal. Also dann kriegst du halt einmal von mir eine Mahlzeit Schoko oder zweimal Schoko, also heute und morgen zum Beispiel. Und ich krieg von ihr dann heute und morgen Banane oder heute Kaffee und morgen Banane, was weiß ich. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Aber mit Schoko fahre ich am besten. Dann hier ist der neue Becher. Der ist jetzt oben weiße Kappe, auch weißer Drehschluss. Und hier haben wir dann bei 300 Millilitern eine Marke im Gegensatz zu anderen, zu zum Beispiel Holi und anderen Firmen, wo dann halt bei 500 und bei 700 oder 500 und ein Liter in eine Marke ist, haben wir hier bei 300, weil der Daily Shake mit Milch angemischt wird. Ja, da gibt es verschiedene Milchsorten, die man testen kann. 3,5 darf man nicht, aber 1,5 darf man oder Mandelmilch, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Gucken wir gleich mal nach. Ach, hier steht auch der Follow Me bei den Plattformen. Ja. Da gibt es halt verschiedene. Und hier wird halt mit 300. Ich weiß es nicht mehr 100%, aber ich glaube, ich habe es mir beim letzten Mal sogar, weil es noch besser ist als Milch, mit Wasser angemischt, glaube ich. Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher. 300 Milliliter Wasser, Schoko rauf, geshaked und fertig ist. Yippie-kaye. Bin mir aber nicht 100%ig sicher. Muss ich meine Frau nochmal fragen. Wir fahren ja sowieso die Tage jetzt nach Polen einkaufen. Da weiß ich dann, ich kann mir die ganze Palette Milch mitnehmen. Oder auch eine andere Milch. Ich wollte auch mal die Mandelmilch und die Kokosmilch testen, wie das mit dem Schoko denn schmeckt. Ja, ob es gut ist oder nicht gut ist. Ich halte euch da auf dem Laufenden. So, dann haben wir einmal ein Maßband, weil man muss sich am ersten Tag komplett einmal
oder bevor man anfängt, einmal komplett durchmessen. Also Armumfang, Bauchumfang, hast du nicht gesehen? Also hier, das steht alles auch im Buch erklärt. Also das hier, das gucken wir uns gleich an. Also das war früher ein Zettel, jetzt ist es ein Buch. Sieht viel schöner aus, so ein dickes Buch mit, auch jetzt so mit diesem Gold. Finde ich besser als nur diesen losen Zettel. Finde ich so schöner. Und da misst man sich einmal komplett durch und dann alle, ach Gott, alle paar Tage und Gewicht jeden Tag. Und dann sieht man halt, was man verliert, wo man am schnellsten verliert, wo man weniger verliert und hast nicht gesehen. Dann haben wir so eine Art Medikamentendose, würde ich mal sagen. Eine Kapseldose mit 5 Kammern, wo die verschiedenen Kapseln reinkommen. Die ich euch aber nicht alle erklären kann, warum und weshalb. Da ist meine Frau in Dagon der bessere Ansprechpartner für euch. Die kennen sich mit diesen Zutaten aus. Erstmal Grüße an Dagon im Baumarkt. Falls ihr das sehen sollten, heißt das. Also was ich weiß, kann ich euch erzählen. Also wir haben hier dann halt auch vom neuen Style hier wieder mit Weiß-Gold. Das ist Omega Plus. Ich hoffe, ihr seht das vernünftig. Ja, also ich finde den neuen Style halt sehr ansprechend, sehr schön. Da sind 60 Kapseln drin, weil man muss ja, glaube ich, zweimal am Tag nehmen, früh und abends. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Schon lange her, dass wir die gemacht haben. Omega Plus, das war, glaube ich, ein Fischöl. Achso, sieht ja auch aus wie ein Fisch, wenn man genau hinguckt. Omega Plus war, glaube ich, Fischöl. Also das sind so gelbe Kapseln und das Fischöl drin. Also die sind halt dafür da, dass... Weil durch die Ernährung man bestimmte Sachen halt nicht mehr darf. Salz und andere Sachen. Und dadurch fehlen dem Körper ja ein paar Sachen. Und das macht man dann mit sowas dann halt wett. Dann haben wir hier Grab Plus C. 60. Ich habe die exklusiv übrigens, die Stoffwechselkur exklusiv, die große. Aber Heiko war am Anfang gesagt. Dann haben wir hier MSM Pro, das ist für Knochen, soweit ich weiß. Das ist auch ein Knochen abgebildet. Und dann haben wir hier Active Plus. Ach, dieses Active Plus, das ist das Koffein. Das sind die Koffeinkapseln. Ja. Und da haben sie ja gesagt, mit meinem Energy kann sich das beißen. Deswegen da, also nicht beißen, aber... ist es okay, aber manch einer verträgt halt nicht so viel, deswegen aufpassen, ruhig anfangen und nicht gleich yippie-ka-yay, Schweinebacker. Und dann haben wir hier zweimal Redoxol, A120 Kapseln, das ist ein Appetitzügler. Ja. Und dann haben wir hier das Heft. Hier steht dann halt drin, was ich darf, was ich nicht darf. Ich zeige euch nur eine Speise, auf die ich mich sehr freue. Ja. Sauerkraut-Fleischeintopf. Den habe ich ja beim letzten Mal schon ein Video drüber gemacht. Das ist unheimlich lecker. Das haben wir auch noch ein paar Mal gegessen, nachdem wir die Stoffwechselkur beendet hatten. Weil das wirklich, 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 wirklich lecker ist. Und jetzt müssen wir mal gucken, hier steht auch irgendwo drin. Hier. Erlaubte Lebensmittel. Lebensmittel, auf die du verzichten solltest. Alkoholische Getränke. Bier, Wein, Schnaps. Ja, das ist kein Problem. Trinke ich nicht. Eigelb. Oh, ich esse kein Eiweiß, ich esse nur Eigelb. Fertige Würzsoßen. Fertigprodukte, Tiefkühlpizza, bin ich gerade alles am leer machen, dass ich wirklich nichts zu Hause habe. Weil wenn es da ist, ich weiß, wenn der Hieper kommt, dann komme ich in Versuchung. Ich darf hier nichts haben. Keine Süßigkeiten, keine Pizza, kein gar nichts, das muss alles weg. Fettarme Milchprodukte, Joghurt, Frischkäse, Hüttenkäse, also man darf halt Normalkäse essen, aber nicht fettarm. Fette, Öl aus Daily Spray, Ess, Butter, Margarine, Gemüse,
Gemüsesorten mit einem hohen Kohlenhydrat. Mais, Kürbis. Einfache Kohlenhydrate. Das ist das, was für mich am schwersten ist. Was ich nicht darf. Nudeln, Brot, Reis, ist egal. Kartoffeln, Eis, Kuchen, Süßgebäck, Kekse. Also das letzte gar nicht mal so. Also eher wirklich Nudeln und Kartoffeln und Brot. Das sind ja so die Sachen, die ich eigentlich esse. Ich esse ja dieses ganze gesunde Zeug, esse ich ja nicht. So. Milch. Nur 300 Milliliter fettarme 1,5 Fett zum Daily Shake. Und da wäre halt auch gut, wenn man das halt ohne nimmt. Stand damals drin, wenn ich mich noch recht erinnere. Und ich glaube, wir hatten es auch mit was für einer Milch habe ich denn das gemischt? Ich hab mir nicht Milch geholt. Ich hatte mir, glaube ich, Mandelmilch geholt. Nee, sauer. Nee, wie hießen die? Mann, wie hieß denn die? Ist denn das für eine Milch mit S? Ich komme nicht auf den Namen. Es liegt mir auf der Zunge. Sour Cream, sauer Rahm, nee. Wie hieß denn das? Scheiße. Ich weiß nicht, wie es hieß. Muss ich Frauchen fragen. Jedenfalls, die habe ich genommen. Obstsorten mit hohem Fruchtzucker. Ananas, Bananen, oh Gott, Bananen, nee. Softgetränke, Cola, Mezzo, Sprite, Fanta, Energydrinks, Fruchtsäfte. Ja, das ist auch schwer. Zucker. Auf jeglichen Zucker verzichten. Alternativ kannst du auf Zuckerersatzprodukte oder Daily Flavor Seite 107 zurückgreifen. Hier gibt es doch gar keine Seite 107. So. Zubereitung Daily Shake. Diätphase. MSM Pro, Kapsel C, Web C und Omega. Nach einem nach der Morgen- und Abendmahlzeit. Morgens ist es ja der Daily Shake. Und abends auch. Und Mittag ist man ja normal. Also relativ normal, da kommt es halt auch auf Gewicht an. Und da soll man dann halt MSM Pro, Kapsel Z und Omega nehmen. Also morgens und abends. Reduxol 30 Minuten vor dem Mittagessen. Active Plus eine Stunde vor dem Frühstück. Eine Stunde vor dem Frühstück. Das ist gar nicht machbar. Ich trinke ja den Daily Shake eigentlich früh gleich zum Wachwerden. Weil ich ja dann Hunger habe. Hähnchenbrust und so, na, das ist alles erlaubt. Also hier steht auch mit Kilojoule dazu. Man muss halt, darf halt nur eine bestimmte Kilojoule-Zahl erreichen. Und hier ist es genau. Und hier am Anfang wird dann halt praktisch hier oben reingeschrieben Körpergröße, Alter und Wunschgewicht. Und dann fängt man hier an mit dem ersten Gewicht. Und dann hier unten dann Tag 1, 2 bis Tag 30. Da wird dann jeden Tag das Gewicht, also man muss sich jeden Tag wiegen. Messtabelle. Hier haben wir dann halt Taille, Gesäß, Oberkörper, ne, alles mögliche, Arme und so. Und dann wird praktisch am Tag, wo man anfängt. Ja, und dann halt nach 7, 14, 21 und 30 Tagen. Dann sieht man halt auch, wie die Arme weniger werden, der Arsch weniger wird und so. Stabilitätsphase, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen und dann hat man dann auch nochmal Gewicht, Körper, Dann hat man hier noch
paar QR-Codes, wo man halt irgendwelche Sportübungen sieht und so. Daily Shake, Strawberry Punch, Produktguide, Sorten. Ah, hier stehen die Sorten vom Daily Shake drin. Vanille Cream, Fresh Banana, Peach Passion Fruits, Strawberry Punch, Raspberry Joghurt, Cookie Donut oder so, Donut, kann ich jetzt nicht lesen. Eis, Coffee und Double Chocolate. Und Double Chocolate, das weiß ich, das hat mir damals geschmeckt, das wird mir auch schmecken. Hier sind dann auch nochmal die 60 Kapseln und erklärt, was da drin ist und warum und weshalb. Hier haben wir dann auch nochmal 60 Kapseln Omega und hier ist nochmal QR-Code, wo man zur Seite kommt. Grüne Energie. Ach Gott, Active Plus. Und hier hat man dann noch andere Kapseln, die man noch dazu buchen kann oder irgendein Spray und so hat alles. Und auch Lebensmittel, wo schon fertig sind. Daily Flavor. Das richtige Zubehör. Ja, und hier Tablettenbox, Premium Shaker, Maßband. Immer auf dem aktuellen Stand melde dich jetzt in unserem Newsletter an und profitiere von Vorteilen. Na, da bin ich ja sowieso drin. So, und dann, da kann man das dann drin machen, alles. Aber da muss ich sagen, ich bin kein Freund davon, so wie die das hier haben, dass man da so viel wie möglich reinballert und dann davon nimmt. Ja, da bin ich überhaupt kein Freund von. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, die passt doch alles in, genau, 5 Kammern, 5 Sachen sind. Da bin ich, wie gesagt, da bin ich kein Freund von, weil du... Wenn du gerade, vor allen Dingen, wenn du Kinder hast oder wenn du im Stress bist, ja, dann fängst du unten links an, gehst außen rum und dann fehlt, dann musst du nur noch aus der Mitte nehmen. Und dann ist gerade aber was, was dich ablenkt. Kind kommt, schmeißt irgendwas um oder was weiß ich. Und dann weißt du nicht mehr, warst du jetzt oben, warst du links, warst du rechts, hast du überhaupt schon was genommen? Und dann kann es passieren, dass du doppelt nimmst. Oder bestimmte Sachen nicht nimmst, weil du denkst, du warst da schon. Deswegen, Frauchen und ich machen unsere Dose wirklich nur fertig, immer am Abend. Also nachdem wir unsere Abendmahlzeit genommen haben, machen wir die Dose und die passenden davon genommen haben, machen wir die Dose fertig für den nächsten Tag. Ja, also mit für Frühstück, also Mittag, abends, ja, also für die drei wichtigen Mahlzeiten, sind dann halt alle da. Man muss halt dann nur aufpassen, dass man das richtig nimmt, weil manche Sachen nimmst du halt nur früh und abends, manche auch mittags. Und ich mache mir dann auch mal beim Frühs noch in irgendeiner Kammer halt wo meine Blutdrucktablette mit bei. Ja? Dass ich das dann auch schon parat habe. Da kommst du, weil dann weißt du ganz genau, wenn du weißt, davon hast du 2, 2, 2, 2, 1, 1, dann weißt du ganz genau, oh, hier hast du nur noch eine. Also früh, sagen wir mal, hier, die und die hast du genommen, hier hast du da und da ist nur eine, also musst du die noch nehmen. Ja, die hast du schon genommen. Ja, der kommt, also kann es nicht passieren, dass du dich verhaspelst. So, dann haben wir die Vita Body Plus Instagram-Seite, haben sie hier nochmal, Kaffeetasse. Ja, und hier noch ein bisschen Werbung. Ja, ich freue mich, wird bestimmt cool. Diesmal werden wir bestimmt gut abnehmen. So. Aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Also ich hoffe, ich werde euch auch dran teilhaben lassen und ich weiß noch nicht, wie ich es mache, wie ich euch regelmäßig benarre. Jeden Tag ist, glaube ich, denke ich, ein bisschen viel. 7, 14, 21, 30 werde ich machen und dann halt vielleicht dazwischen mal. Am Ende werde ich euch auch mein Gewicht sagen. Ich bin auch am überlegen, ob ich euch Fotos zeige. Ich werde dann halt Wochenende müssen wir dann noch Fotos machen. Wir fangen Montag nämlich an. Von vorne, von der Seite, links, rechts und so. Die soll man sich machen. Dass man dann danach gucken kann, vorher, nachher, dass man sieht, dass das Auge das sieht und dass das Gehirn das wahrnimmt, das hat was gebracht. Und dass man da weiterhin dran arbeitet. Ist alle doch ein bisschen psychologische Sachen mit bei. Aber ich denke mal, ich mache das und dann mache ich zusätzlich im Fitnessstudio. Also ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ich bin positiver Dinge.
Ich bin jetzt aber weg. Denkt dran, mit dem Code ODIN10 bekommt ihr nämlich 10% Rabatt. Verlinke ich euch die Vita Body Plus Seite und schreibe euch das auch mal rein. ODIN10 kriegt da 10% Rabatt. Habe ich damals mal gekriegt, wo wir das erste Mal Video dazu gemacht haben, haben sie gefragt, ob ich vielleicht für meine Abonnenten einen Code haben wollen würde. Wobei, den habe ich auch selber bezahlt. Das ist selber bezahlt. Das ist nicht gesponsert oder so. Hier wird auch nicht nur so Werbung stehen. Aber wenn ich für euch was rausschlagen kann, sage ich doch nicht nee. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.